Gestartet wird wie üblich mit dem Freistil, wo das Heimteam gleich mit 4:0 in Führung geht, da die Gäste keinen Starter stellen. Als nächstes steht der Georgier Kivia Macerashvili für Team Rot aus Valz in der Klasse unter 130 Kilogramm auf der Matte. Der internationale Topringer hat am Anfang etwas Probleme, seine Dominanz durchzusetzen, kann aber dennoch vorzeitig mit 12:0 gewinnen und den AC Valz mit 8:0 in Führung bringen. Dies gelingt dem jungen Muhammed Bektimirov leider nicht. Er gibt alles, ist aber in vielen Situationen sehr unglücklich und kann auch nicht vom Schiedsrichter profitieren. Einen deutlich engeren Kampf liefern sich in der Klasse bis 100 Kilogramm Visalimov für Valz und Kofler für Götzis. Im letzten Kampf, in dem für die Walzer die wohl größte Hoffnung Österreichs Simon Machl ran darf, steht es 13:13. Und der junge Walzer bekommt es mit dem ungarischen Topringer Peter Nagy zu tun, der zwar zu Beginn Probleme mit Machls Technik hat, aber seine Ausdauer am Ende des Kampfes ausspielen kann und spät eine Aufholjagd startet. Durch einen späten Aufreißer kann er sogar die Niederlage für Simon Machl noch erkämpfen. Der zeigt sich als fairer Verlierer und denkt schon jetzt an die kommenden Kämpfe. Ja, ich glaube, das war ein ziemlich guter Kampf von beiden Seiten eigentlich. Auf, glaube ich, einem guten internationalen Niveau. Mit dem besseren Ende für ihn dann schlussendlich. Was mich schon ein bisschen ärgert, weil jetzt doch schon ein paar Mal der Fall war, dass ich am Schluss die Führung nicht verwalten habe können und dann noch einen Kampf abgeben habe. Solche Kämpfe werden nur öfters kommen bei mir und in Zukunft heißt es einfach, die Führung dann verwalten und einfach das über die Zeit bringen. Den 3-Punkte-Rückstand will der Rekordmeister natürlich noch aufholen und kann wie beim Freistil auch in griechisch-römisch kampflos die ersten 4 Mannschaftspunkte holen. Und auch Markus Rackinger hat in der Klasse bis 130 Kilogramm kaum Probleme und feiert einen ungefährdeten Punktesieg mit 5:0. Dann kommt es zum großen Rematch zwischen Bektimirov und Abakarov, dem so engen Match der beiden Jungringer. Und auch jetzt schaut es erstmals weniger gut aus für den in Rot gekleideten Ringer aus Valz. Zur Pause liegt er bereits mit 7:0 zurück. Doch dann zündet er den Turbo und holt auf. Einige Heber und Obermänner bringen ihn zurück. Und er kann nach einer sehr emotionalen und tollen Schlussphase von beiden Kämpfern doch noch mit 14:11 gewinnen. Deutlich weniger Probleme hat der zweimalige Olympiateilnehmer Amar Rustanovic mit seinem Gegner. Mehrere kleinere Wertungen bringen den Ringer, der mittlerweile kein Profi mehr ist, früh in Führung. Den Abschluss in diesem Kampf setzt er mit einem Heber und Wurf zum 12:0. Weniger gut läuft es dann für die beiden Benedikts vom AC Valz. Sowohl Benedikt Huber als auch Benedikt Puffer können ihre beiden Kämpfe leider nicht gewinnen. Zum Abschluss darf WM-Fahrer Christoph Burger seine Stärke für den AC Valz beweisen. Die Mannschaftswertung hat das Heimteam bereits gewonnen. Dennoch sieht der Walzer in der Klasse bis 77 Kilogramm den Kampf als perfekte Vorbereitung für Oslo. Und die Form scheint zu stimmen. 2 schnelle Punkte durch Aufreißer und dann hat er seinen Gegner und lässt ihn nicht mehr los. Ein Obermann und dann Aufreißer um Aufreißer, bis nach 4 Umdrehungen der Sieg bereits nach wenigen Minuten feststeht. Ein toller Schlusskampf an diesem Abend. Ja, das war eine kleine Generalprobe für mich. Nächste Woche habe ich die WM und da wollte ich mal schauen, wo ich stehe. Jetzt habe ich zwar keinen übermächtigen Gegner gehabt, aber im Endeffekt sind meine Sachen eigentlich ganz trocken erledigt und ja, hat ganz gut gepasst. Mit 34:24 gewinnt der AC Valz doch deutlich knapper als erwartet.